Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute wieder mit drei wunderbaren Geschichten. Hera Lind an Bord der AIDA Diva, die Blue geht in die Werft und dann fahren wir, Obacht, nicht zu Olympia, sondern nach Olympia. Viel Spaß! Hera Lind ist nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen, nein, sie liebt sogar die Kreuzfahrt. Und da passt es ja wunderbar zusammen, dass sie bei uns an Bord war, sie hat Schreibworkshops gegeben und sie hat gelesen. Viel Spaß! Ich bin Hera Lind, die Autorin. Ich bin auch Sängerin, Moderatorin, habe schon 32 Bücher veröffentlicht, schreibe gerade am 33. und habe hier an Bord Lesungen gemacht bzw. eine Ein-Frau-Show und auch Workshops gegeben, Schreibseminare. An Bord macht mir am meisten Spaß, mit den Menschen zu arbeiten. Also zum Beispiel in den Schreibworkshops haben wir auch wirklich wahnsinnig viel gelacht, voneinander viel erfahren, viel gelernt. Und natürlich macht es mir auch Spaß, sehr nah am Gast zu sein bei meinen Lesungen und sie zum Lachen zu bringen oder vielleicht sogar auch zum Weinen. Das Schiffsleben, die Kreuzfahrten sind eigentlich mein Leben. Ich liebe es, auf diese Weise zu reisen, Freunde zu gewinnen, Menschen kennenzulernen. Natürlich das wunderbare Hotel bei mir zu haben, das wunderbare Essen, den Entspannungsfaktor, alle Möglichkeiten, mich wohlzufühlen mit den Gästen und am Ende nach Hause zu gehen und zu sagen, war das eine Bereicherung in jeder Hinsicht. Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig auf meine nächste Reise auf der AIDA. Mit vielen neuen Ideen werde ich an Bord kommen, freue mich, Menschen wiederzutreffen und natürlich auch neue Menschen kennenzulernen. Bin für alles offen und habe richtig Spaß am Reisen. Jetzt ist gerade die beste Zeit dafür. Sehr, sehr sympathischer Auftritt und ich denke, es hat allen wirklich richtig Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir zu AIDA Blue. Sie ist in die Werft gegangen und ich finde das ja großartig, wenn das Wasser so langsam runtergeht. Ach, gucken Sie selbst. Heute kommen keine Gäste an Bord. Heute gibt es ganz viele Werftarbeiter und Materialien, denn wir machen uns auf dem Weg ins Trockendock. Und was man dafür so alles machen muss, das zeigen wir Ihnen. Und los geht's mit der Trockenlegung. Was brauchen wir als erstes? Helm und los geht's. Tolle Bilder, oder? Und an der Geschichte bleiben wir natürlich dran. Jetzt geht es nach Olympia. Wir haben einen wunderbaren Ausflug begleitet nach Olympia und parallel laufen ja auch gerade die Vorbereitungen zur Olympiade. Das passt ja. Viel Spaß! Die antiken Ausgrabungsstätten von Olympia. Das größte Sportfest der Welt. An dieser Stelle steht seine Wiege. Erstmals 776 vor Christus und dann alle vier Jahre kämpfte man hier zu Ehren des Göttervaters Zeus. Geschichte ist hier allgegenwärtig. Vieles ist sehr gut erhalten, einiges liegt sogar noch unter der Erde verborgen. Wir haben Glück heute. Wir sehen also diese jungen Damen also hier vorne. Wir stehen praktisch vor dem Tempel der Hera. Diese Säulen sind vom Hera-Tempel. Heutzutage, diese unscheinbare Altar, diese kleinen Stücke auf dem Boden, die erhalten geblieben sind, diese ist die Stelle, wo die olympische Flamme entzündet wird, alle zwei Jahre für Winter- und Sommerolympiaden. War sehr interessant. Und dass das wirklich hier angezündet wird und dann bis zum Austragungsort gelaufen.
beeindruckend war auch das Stadion und dass das 2004 auch genutzt wurde zum Kugelstoßen. Diese jungen Damen sind diese sogenannten Priesterinnen. Sie üben sich mit normaler Kleidung heute, aber in der nächsten Woche haben wir die offizielle Zeremonie für die Winterspiele. Und jetzt gehen wir noch zu den griechischen Spezialitäten und da freuen wir uns drauf. Wird bestimmt lecker. Hier sind wir auf einer Olivenfarm und haben eben sehr, sehr lecker gegessen und haben einen schönen griechischen Tanz noch vorgeführt bekommen. Ja, war super. Wenn man diese Bilder sieht, herrlich, der Sonnenschein. Hier in Hamburg ist es inzwischen lausig kalt und da möchte man am liebsten auch wieder raus, irgendwo hin, wo die Sonne ewig scheint, zum Beispiel auf die Kanaren. Und wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie in die Verlockung der Woche. Ich sage das eben schon, Kanaren mit Sonne. Garantiert. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Gran Canaria. Noch ein Halt auf Madeira und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Das Team und das Ensemble von Aida Mar haben eine wunderbare New York Gala zusammengestellt. Und genau daher kommt die Musik für die Bilder der Woche. Viel Spaß! Like me, t'was grace that brought me safe thus far. And grace. Alle zusammen.